So, DVD-Player können wir uns So, ansehen. here's the DVD player. Now I just need to find the DVD. Wahrscheinlich in den Schubladen da drin. Da, ich gucke nochmal, ob was anderes Neues dazugekommen ist. Armband. Hier habe ich noch Glad to see Schubladen. you're as nosy as ever. I don't want to disappoint you. Taschentücher benutzen. Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb, a spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Warum? Also warum konnten wir das jetzt machen? Komisch. Nothing but medical supplies. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Aber warum Creme? Ich meine, ich bin ja jetzt nicht so im Thema, aber Creme, um das, um die Blutzirkulation aufrechtzuerhalten? Ah, here's the DVD. Alles klar, ich gucke mir trotzdem noch die andere Schublade an. Oh my God, I made that mix for her when we were 12. Pirate Power! Piraten an die Macht, okay. Süß. So, dann ja, können wir die DVD ja mal einwerfen, würde ich sagen. Stuhl ist bestimmt sehr bequem. Okay. Ist jetzt schon wieder morgen geworden? Oh, wir sind scheinbar eingeschlafen. I can't believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Ist das okay, wenn wir das einfach so geben? Ich meine, sie möchte es haben. Das heißt doch nicht, dass wir sofort ihr das geben müssen. Es kann doch auch mal passieren, dass ihre Eltern sagen, das ist nicht so gut. So, are you sure it isn't too weird for you to be hanging out with me like this? Nein, warum?
No way. I don't want you to feel weird. My life is just so different than yours. I mean, we can't just bounce out of here and I'll be doped up half the day in pain. So that's cool. But I do feel grateful I can see the ocean. That I have parents who love me. And that my best friend is here with me today. Exactly. So, what else do you need? Well, hot monkey sex would be nice. Oh, look, I made Maxine blush. So, are you dating anyone at Blackwell? Eigentlich nicht, ne? Also Warren ist ja, glaube ich, in dieser Alternativzukunft nicht so unbedingt so unser Typi. Ach stimmt, der ist ja mit Brooke oder sowas ist ja, glaube ich, zusammen. Nö, also eigentlich nicht, ne? Not really. No. There are some cute boys there, but you know me. I'm too damn shy. Which is stupid, because you're so damn cool. Some bro has to be crushing on you. I was supposed to go out with this guy named Warren, but I don't think he's into me anymore. His loss. You need to move on, girl. Plenty of fish in the bay. Shit. I sound like my dad. How is William? Do you like having him around? Of course. He's my hero. I swear he would do anything for me or Mom. Wish I could do something for him. You have. You're here with your family. More like they're here for me. But then so are you. So it's all good. Yeah, okay. I'm so glad we had our movie night. Even if you crashed on me. That's why they call it a sleepover. Wo sie recht hat, können wir nochmal mit ihr reden? Sorry, I need to rest for a moment. Okay? Okay. Boah, dieses Atmen. Ist schon ein bisschen gruselig. Ist hier was Neues passiert eigentlich? Chloe is still a punk at heart. That's so cool that Chloe has made friends online. Nee, hier ist nichts anderes passiert. Okay, so ansehen. Lesen hatten wir auch schon. Schublade öffnen, Teddybär ansehen, Lampe. Kann ich nochmal gucken? Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Yeah. It's weird having a sleepover with you after all these years. Yeah, but it still feels the same. Ja, vielleicht auch ein bisschen, aber gut. Okay, wir müssen hier raus. Hey, William. So. Kann natürlich jetzt auch ein anderes Fenster sein. Okay, wir schauen uns wieder ein bisschen um. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Grundversorgung. Sanitätsartikel Kronenberg Rock Castle Origin. Rechnungszahlung und so weiter, Gesamtsumme, überfällige Zahlung, $8,587. Bam! In your face. Das tut natürlich weh. Vor allem überfällige Zahlung. Bonjour. That's great, they finally went to Paris. Okay, ich habe eine neue Information bekommen und Victoria hat mir eine neue SMS geschrieben. Gott. Mein Zimmer. Max, alles cool. Ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen bist. Nathan macht sich auch Sorgen. Wenn du reden willst, melde dich, okay? Hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach, okay? Funkstille. Wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Hab dich lieb. Alter, mein Gott. Wenn man nicht innerhalb von einer Minute antwortet, ne, dann dreht die Frau sofort am Rad. Entschuldigung. So. They gave Chloe their giant expensive HDTV and they use her shitty tube television. Röhrenfernseher haben aber tatsächlich auch irgendwas. Das ist halt so dieser Retro-Charme. So, der Autoschlüssel. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Ein bisschen makaber, das stimmt schon. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Acadia Bay Beacon. Gestrandete Engel? Okay. Die Suche nach den Walen.
Die Küsten Acadia Bays dienten einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu fernen Gewässern. Jetzt sehen sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen an Land schwammen und in ihr verderben. Die Walschule wurde Mittwoch, den 9. Oktober, am frühen Morgen gesichtet und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fand sich innerhalb weniger Stunden am Strand wieder. Entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllen keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und ihrer Umwelt. Die Prescott-Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologischen Mysteriums bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. Die Prescott-Stiftung. Was ist denn los? Ich muss mal einen Schluck trinken, sorry. Also wir haben sehr, sehr viel verändert auf jeden Fall. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Vor allem dann ist die Frage, wer hat, ist dafür verantwortlich gewesen, dass sie verschwindet? Suche nach beliebten Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin der Blackwell Academy, wurde seit 6 Monaten nicht gesehen. Und doch verstärken Familie und Freunde ihre Bemühungen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Acadia Bays. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall, was das Interesse der nationalen Reality-TV-Show »Wo sind sie hin?« weckte. Die Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Informationen, die zum Aufenthaltsort ihrer Tochter führen kann. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte help@findrachelamber.org. Okay. So, wir können mit William auch nochmal reden. Ich gehe aber erstmal nach draußen. Ist das? Okay, das ist wirklich die Wand, die wir uns angucken. The house looks so great. William finally had the time to paint the house and fix up the garden. Okay, that's nice. Tote Vögel. Okay. Look at all these dead birds. It's happening here too. Es wird auch ziemlich stürmisch, wie wir da hinten an den Bäumen schon sehen können. Hier geht's noch. Nun gut. Grab. Bingo, ist das ein Hund? I'm sorry, Bongo Kitty. But you passed on before I changed this reality. Oh nein, kein Kätzchen. Ich darf kein Kätzchen sterben. Rasen. So, wir können gucken uns den Rasen mal an. Oh man. The swing is gone now. It must have been sad for Chloe when William took it down. Da hinten sind schon wieder diese Vogelschwärme. Was hat das mit den Vogelschwärmen auf sich? Das hat bestimmt irgendwas auf der Hacken und wir wissen nur noch nicht warum. Das kommt bestimmt noch. Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Chloe. Hm. Hallo. I'm glad Chloe gets a room with a view. Und denkt sie jetzt auch, hey, was macht die da am Fenster? Okay, so, dann haben wir das. Ist die Frage, sollte ich mit William jetzt reden? Ich möchte eigentlich ganz gern erst nochmal hier. Ich habe immer das Gefühl, wir müssen noch an den Fenstern was fotografieren. Essensgutscheine. Choices of food coupon, boss. Königin der Rabattmarken. Ich gucke erstmal alles unten zu Ende, dann rede ich mit William mal. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Die sind super. So, hier in der Küche kann ich nichts machen. Hier die Fotos kann ich auch nicht anklicken. Flyer, Post. Joyce and William never had a garage sale before. Garage Sale. Okay, Flohmarkt. Samstag, 7.15 Möbel, Kleidung, Küchengeräte. Die müssen wahrscheinlich jetzt ihr Hab und Gut verkaufen, um überhaupt die Arztrechnung noch zu bezahlen. They're drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Es ist die Frage, welche Zukunft ist die bessere? Kundendienst Happy Credit Card Services. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price.
Ihr gemeinsames Konto ist jetzt geschlossen und 6 Monate überfällig. Bitte senden Sie einen Scheck oder eine Anweisung über 3.458 Dollar zahlbar an Happy Credit Card. Mit freundlichen Grüßen, HCC Kundendienst. Oh, ne, war ja nicht durch. Ich wollte auch lesen. Drowning in debt. Just to take care of their daughter. Such bullshit. Zentrum für physische Rehabilitation Acadia Bay. Sehr geehrte Mrs. Price, aufgrund neuer Kürzungen auf Staats- und Bundesebene müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Versicherung Chloes physische Rehabilitation nicht länger abdeckt. Wir können Chloe zur üblichen Rate von 1.250 Dollar pro Woche wieder ins Programm aufnehmen. Dr. J. Smith. Pro Woche. Boah, das ist schon hart. Also ich meine, der Dollar ist nicht so viel wert wie der Euro, also... In Euro wäre es weniger, aber trotzdem wären wir sicherlich auch bei einigen 100 Euros, wenn wir nicht sogar die 1.000-Euro-Marke knacken würden. Ich weiß nicht, wie der momentane Umrechnungsfaktor ist. Oh Mann. So, dann müssten wir hoch, aber das machen wir gleich. Wir reden jetzt erst nochmal kurz mit William. William. Ach cool, guck mal, die haben da hinten noch relativ viele Pokale drin stehen. Kann ich da nochmal gucken? Leider nicht, okay. William. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So, what's on your mind? Okay, es ist ein bisschen länger der Dialog, deswegen blende ich mich mal ganz kurz aus. Eine Sache. Es muss doch recht komisch sein, mit einem Menschen gerade face-to-face zu reden, der jahrelang, also in unserer eigentlichen Zeitspanne, tot ist. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, mit einem Menschen zu reden, von dem ich weiß, dass er schon seit Jahren tot ist, es wäre echt merkwürdig. Okay, wir fangen mal an. Reden wir mal über Chloe. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. She is amazing. I'm so glad you're here to help her. And be your father. I'm so glad Joyce is here to help us both. Max, I just hate to think of what would happen to Chloe if I wasn't here. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. Ja. Okay, wir können auf die Reise nach Paris ansprechen. Da es unterstrichen ist, würde wir können wahrscheinlich die anderen Sachen auch noch ansprechen. Da würde ich jetzt erstmal sagen, komm, dann bleiben wir mal bei Chloe und sprechen über das Pflegezimmer. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. Insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys financially. His bills are more like crushing. We have to mortgage our home and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? The price is immer heiß. Oh, diese, was ist das hier heute, die Episode der Wortwitze? Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? Ja, was ist denn, wie geht's denn, was ist denn verrücktes Wetter, okay? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. Okay, Prescott family vielleicht noch was? The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil.
Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. Okay, gut. Also nett sind die auch hier nicht. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn das dann derart anders wäre, nur weil er, also hier, ne, unser William hier, überlebt hat. I was reading about that missing girl. Rachel Amber? Oh, yeah, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. Gut, dann können wir jetzt aber nochmal über die Reise nach Paris reden. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Ja, vielleicht war es wirklich das letzte Mal. Wir wissen es ja nicht. So, Papier, können wir uns mal ansehen. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Vor allem, wir haben das jetzt einfach so weggenommen und gucken uns das jetzt an wahrscheinlich. Sehr geehrter Mr. Price, mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, dass Sie mit Ihren Zahlungen für Ihre Hypothek Konto 783 im Verzug sind. Welch ein Wunder. Derzeit ist die Summe von $12.000 auf diesem Konto zahlbar bis zum 1. August 2013. Diese Konsolidierung Ihrer Schulden ignoriert... Achso, jetzt bin ich nur eine Zeile verrutscht. Diese Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig und Sie haben diverse Zahlungsaufforderungen oder Bitten zur Konsolidierung Ihrer Schulden ignoriert. So macht's mehr Sinn. Wenn die vollständige Summe von $12.000 nicht innerhalb von 15 Tagen gezahlt wird, müssen wir den Prozess zur Zwangsvollstreckung Ihres Heimes beginnen. Wir haben Sie in mehr als angemessenem Ausmaß gewarnt und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Donald Clamp, Kreditinstitut. Ah, das ist natürlich sehr mies. Oh, terrific. Da steht... Okay, Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum sitzt er mit einem Stift vor einem Brief? Als wenn er da was unterschreiben oder ja, unterschreiben, anmarken möchte, etc. Also wir gehen mal nach oben, linke Maus, das zum Hinaufgehen. Ich habe immer noch so ein bisschen den Bammel, dass wir das mit dem Fenster so ein bisschen überspringen. I don't know. Ich meine, gut, das kann jedes Fenster sein. Das kann auch oben ein Fenster sein. Das kann auch ein Fenster sein, wenn wir wieder zurück zu Chloe gehen. Also, who knows? Wir gehen erstmal hoch. Sei es drum. So. Tür. Okay, das ist ja Chloes eigentliches Zimmer. It's all about you, Arcadia Bay. Isn't it? Maybe. So, gucken wir mal, hier kann ich nochmal rausgucken. Apparently the only thing that hasn't changed is this view. Hier oben sieht es auch ein bisschen trauriger aus. Ne? So, hängen zwar Bilder, aber irgendwie ein bisschen schief und ein bisschen gammeliger in Anführungszeichen alles. So, gucken wir erstmal hier im Badezimmer. Was haben wir hier so Schönes? Schrank. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Wahrscheinlich finden wir das jetzt gleich schon, was wir brauchen. Nothing here. Ich glaube, das ist aber in Chloes altem Zimmer. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Mhm. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Okay. How's it going, Time Tripper? Funny. I think I look older. Naja, bei dem, was du so erlebst, kann ich mir vorstellen, dass du einfach mal ein paar Jahre älter aussiehst. So sieht wieder natürlich aus. Ist voll nicht das. Ah, cool. Jetzt kann ich die Sachen noch gar nicht mehr anklicken. Ich will noch mal eben kurz gucken, ob wir auch nichts vergessen haben. Hier bei der Dusche vielleicht noch. Ne. Okay. Da
Dann gehen wir natürlich noch mal eben in die Zimmer hier oben gucken. Chloe's door doesn't have a warning anymore. Schon traurig irgendwo. Das Zimmer ist natürlich ganz cool. Also auch vom Schnitt her, finde ich. Also auch mit den Schrägen und so weiter, dass man hier so im Schrägen auch eine Tür hat. Ich finde das irgendwie cool. Was haben wir denn hier? Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Tja, die Welt ist ungerecht. Liebe Joyce, danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühe, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wie jeder andere gehe ich meinem eigenen Arztrechnung unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute. In Liebe, deine Tante Dorothy. Was ist das? Ja gut, ist das was mit Prescott zu tun? Ist das die, ist Dorothy bei den Prescott, also gehört zu den Familie, zur Familie von denen? They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Wenn du, also ich bin ja kein Mediziner, ne, aber wenn du einen, wenn du querschnittsgelähmt bist, dann bist du querschnittsgelähmt. Wenn dein Rückenmark kaputt ist, das kriegst du nicht wieder hin, das heilt nicht wieder. Vielleicht mit Operation und hier und da, aber... Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Mach das doch einfach mal, weißt du, du guckst in jede Schublade, aber da traust dich jetzt nicht wieder, ne? Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. Hier liegt noch ein Brief. I never heard much about William's brother. Hi Bill, entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Okay. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halte durch, Billy. Dein Bruder Aaron. Oder Aaron, wie er wahrscheinlich im Englischen heißt. Oh, wir können sie wieder hinsetzen. Das ist cool. I guess we stopped growing up together. Da waren ja auch große Mädchen schon. At least we never had to hide from Stepdouche. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Ich weiß nicht, ob das hier so ein Zufall ist, liebe Max. Ich weiß es nicht. Okay, da hinten. Vor allem, manchmal habe ich immer das Gefühl, ich kann die Zeit zurückdrehen, es passiert dann irgendwas, aber... Gut, wir setzen uns da mal hin. Dann mache ich erstmal wieder den hier. Kennt ihr ja. Und wir genießen einmal den Moment. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge? Es ist richtig, wenn man die Entscheidung, soll dein Vater sterben oder nicht, einem selbst überlässt, ist es natürlich nicht gerade sehr gentle. Aber auf der anderen Seite sollten wir wieder in unsere Zeit zurückkommen können aus eigener Kraft und wir würden sie hier fragen und sie würde uns sagen, ich möchte es so. Ich weiß nicht, ob sie uns glauben würde. Joyce ist auch da. Oh, Max, it is so nice to have you around. Vielen Dank.
Erstmal hier in die Schublade wühlen. So hard. He's still awesome. Super Dad, be the family hero. Super Papa, Sie sind der Held der Familie, Dr. Bill. Okay. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Ja, da war sie aber nicht im Rollstuhl. Look at them. They have no idea what's in their future. Holidays with William and Chloe. Aber wer ist denn das? Ach so, wahrscheinlich. Ah, ich sehe schon. Ne, hier unten mit der kleinen Pocke. Ah, deswegen in Klammern and Chloe, weil die noch nicht auf der Welt war. Ah, I see, I see. Okay, so hier, da können wir noch was ansehen. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Spinalzentrum Acadia Bay. Sehr geehrter Mr. und Mrs. Price. Wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloes respiratorisches System Anzeichen rapider Schwächung. Dies ist die Ursache für ihr seit kurzem auftretende Anämie und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir ihr Wohlergehen am Herzen, aber ich möchte, dass Sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen des respiratorischen Systems ist nicht ungewöhnlich bei Patienten mit schweren Verletzungen am Rückgrat. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte. Und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte Sie als Eltern nur auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderung ihres Zustands informiert werden. Wenn Sie dies ausführlich besprechen möchten, wissen Sie, wie Sie mich erreichen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Anton Phipes. Also mit anderen Worten, ja, it's all over, könnte man so sagen.